Wir ziehen uns jetzt das neue Video von Ada rein. Vor 3 Stunden kein Empfang und unterzuckert Nummer 5, okay. Episode 5. Boah, die Aufnahmen sind echt geil, Alter. 400 Kilometer. Wie viel sind denn 400 Kilometer? Dankeschön. Also, ich kann das gar nicht einschätzen. 400 Kilometer sind jetzt von hier, als wäre schon von hier in Düsseldorf nach Frankfurt gelaufen. Oder wie viele Kilometer sind das? Oder noch mehr. Morgen. Morgen. Alles. Tag 9. Gut gepennt? Ja, ich habe gut gepennt. Bloß, sag dir ehrlich, ich hatte kurz so einen Kälteanfall abends. Was heißt Kälteanfall? Hört sich so drastisch an, aber so, mir wurde auf einmal mies kalt. Und dann habe ich erst realisiert, dass ich irgendwie im Schlaf die eine Decke irgendwie so weggerissen habe. So, die lag dann irgendwo oben auf der Tasche. Und dann habe ich direkt die Decke wieder genommen und dann war mir wieder warm. Ja, heute. Der sieht voll platt aus, ne? Ich bin gespannt, ob der das wirklich bis zum Ende schaffen wird, ne? Also ich kann mir gar nicht vorstellen, was für einem, wie dein Körper da ausgesetzt ist in der Situation, wenn du so viel läufst. Das ist schon bestimmt hart, ey. Tag 9, obwohl wir noch einen riesen Brocken vor uns haben, aber trotzdem Tag 9. Man muss immer so die kleinen Zwischenschritte auch ein bisschen zelebrieren. Ich sag euch ehrlich, wenn ich in deiner Situation wäre, das wäre für mich voll die Motivation zu sehen, Alter. So viele Leute schauen dieses Projekt, so viele neue Follower dazu bekommen. Das ist so, wie soll ich sagen, das motiviert einen dann noch mehr. Wenn du siehst, ey, Leute stehen alle hinter dir, supporten dich auch in Real Life, die du dann triffst und so. Ich glaube, so 110, also zwischen 100 und 110 Kilometer von Frankfurt am Main entfernt. Also wir laufen straight Richtung Frankfurt. Heute... Der läuft in der Hauptwache unten durch. Wieder, glaube ich, auch so eine relativ taffe Strecke eigentlich, oder? Ich habe mal geguckt, also wir machen ja immer so eine Zwischenstation. Es kann sein, dass die Zwischenstation jetzt irgendwo auf dem Berg und nirgendwo ist. Echt? Ja. Also es gibt keine Stadt dazwischen? Nee. Also kein Dorf und sowas. Man könnte jetzt einen Umweg laufen. Aber machen wir das ein, zwei Mal, dann sind das einmal 4 Kilometer mehr so. Viel Energie, weißt du? Okay, also heißt es, dass wir heute Pause im Wald machen? Pause im Wald oder auf dem Berg? Aber das Auto kommt ja nicht dahin, wa? Müssen wir gucken, könnte schwer werden. Machen wir da so ein bisschen... Ist dann halt so, Wetter ist gut. Zu machen. Mit allen Gegebenheiten irgendwie das Beste machen. Also wir ziehen uns dann jetzt an. Wir müssen irgendwie noch den Wassertank hier vom Auto füllen. Der ist irgendwie leer. Müssen mal gucken, ob uns jemand hier einen Schlauch anbietet. Und dann heißt es wieder Kilometer abreißen. Die bislang gelaufenen Kilometer. Was ist das denn? Aktuell befindet sich Ada hier. Was ist das auf einmal für eine Radiomoderatorstimme, Alter? Aktuell befindet sich Ada hier. Wer redet da? Wie schön auch Deutschland ist, ne? So an ein paar Stellen. Ist echt schön. Okay, es geht los. Mitten in den Wald rein und dann gucken wir mal, was da ist und was nicht. Wir haben ein bisschen Verpflegung eingepackt. Könnte sein, dass wir dann irgendwo auf dem Berg Pause machen. Wir müssen mal gucken. Heute ist wirklich ein bisschen Wundertüte. Aber muss auch mal sein. Kann nicht immer alles perfekt laufen, von Stadt zu Stadt, wa? Ja. Wäre auch langweilig sonst, weißt du? Ja, wäre auch langweilig, hast du recht. Tag 9. Let's go. Tag 9. So, Leute. Tag 9. Von Berlin nach New York City. Wir nähern uns. Ich könnte allein schon sowas nicht, weil, ich weiß nicht, so 2 Monate bist weg von Familie, wenn du auch Haustiere hast, wenn du deinen Hund hast, so. Ich könnte das nicht jetzt einfach so 2 Monate weg, wenn ich weiß, ich habe meinen Hund, meinen Vogel, meine Familie. Ich weiß nicht, Alter. Ich bin da zu sehr, was heißt gebunden, aber ich bin so voll der Familienmensch irgendwie. Und so klar, so 2-3 Wochen ist kein Problem, das ist noch so ein Maximum, war. Der wird ja locker 2 Monate weg sein, ohne irgendjemanden zu sehen, so, ne? Immer mehr Frankfurt am Main. Heute wieder in Begleitung Paul. Ab und zu hat er so einen auch krassen Bewegungsdrang und hat Bock, ein paar Kilometer mit dem Rad hinterher zu fahren. Maschine. So, wie gesagt, ungefähr, also etwas mehr als 100 Kilometer bis Frankfurt am Main. Der erste Lauf des Tages. Ich denke wieder mindestens 30 Kilometer. Diesmal müssen wir gucken, wo wir landen, weil in dem Abschnitt sind sehr wenig kleine Dörfer, wo wir halten können. Mal gucken, was uns erwartet. Aber erstmal viel Landstraße. Kommt schon direkt LKW zur Seite. Junge, der läuft da einfach auf der Straße, Alter. Das ist doch verrückt. Also mitten auf der Straße ist er jetzt gefühlt gerade. Super. Kurzer Aussichtscheck. Man sieht, hier geht's hoch.
Und hier geht's immer weiter hoch. Mal sehen, wo wir hinkommen. Aber oh, sehr schön das aussieht, ne? Guck mal, diese Bank da auch. Ich merke auch, wenn ich so ein bisschen mal laufe, so draußen, ich merke einfach, meine ganze Kondition ist so weg. Echt verrückt, Alter. Und früher war das alles so easy mit Fußball und so weg. Guck mal, die Pferde, Alter, wie die gerade zu mir gerannt sind. Was ist das denn? Guck mal, die Pferde, Alter. Seht ihr das? Wie die zu ihm rennen wollen, ne? Voll der schöne Weg, Alter. Schöner Garten da drüben. Anstieg, 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 Anstieg. Da geht's ja mal hoch, Auto, mal runter. Auto, Auto. Auf Wiedersehen. Ja, fahren die jetzt gerade die anderen immer mit dem Auto mit oder joggt da einer auch? Ja, man sieht gar nicht, dass die im Auto sind daneben dem, ne? Aber wer filmt denn jetzt hier hinter dem? Wer filmt denn da? Abstieg! 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 Mit Auto? Wie filmt der denn gerade mit Auto, Alter? So aus dem Fenster oder was? Und was ist, wenn jemand hinter dem will? Der fährt mit Fahrrad. Okay. Mir ist die ersten 10 Kilometer geschafft. Vom ersten Lauf. Wetter ist auch schön eigentlich. Super, vorhin hat es kurz genieselt, ich dachte so, ja, genau, heute Morgen hat es geregnet. Wo ich wach wurde, dachte ich mir, heute wieder ein nasser Tag, aber das Wetter hat sich. Kann man denn so viel laufen, Alter? Gefühlt 360 Grad gewendet. Es sind zwar ein paar kleine Wolken, könnte sein, dass es später ein bisschen tropft, aber es ist angenehm. Ich glaube, jetzt überqueren wir so einen Berg. Das geht die ganze Zeit bergauf. Fängt doch an zu regnen. Geil, geil, geil. Das ist ja so eine Kondition, ne? Das ist echt toll. Wer kommt denn da hinten? Genau das, was ich erwartet habe. Bisschen Hagel, bisschen Schnee. Ja, man, super. Ja, Safe Powerbank dabei. Schön windig. Aber seht ihr das? Einfach allein abprallen lassen. Und da hinten sind aber auch die Jungs, die ihn begleiten. Ab und zu den Dacht schon, Alter, der eine hinten Auto will durch, kommt nicht durch. Kopfnüsse verteilen. Ich glaube, man merkt offiziell, wir kriegen langsam Psychosen. Ja, ich glaube, auch so nach 18 Tagen ist es durch. Ja, safe. Ah, geiles Wetter, geile Strecke. Ja. Nur noch 13 Kilometer. 13? Wie lang? Ja. Easy. Easy. Aber das sind jetzt so Wege, da können die ja nicht hinterherkommen. Viele Schlaglöcher. Was das für Wege sind. Aber das ist doch voll das Abenteuer irgendwie, finde ich so. Du rennst dann einfach durch so Wälder durch. Oh, ich hätte auch Angst, dass irgendwo was passiert irgendwie. Keine Ahnung, wenn du so komplett allein da unterwegs bist. Was ich mich wundere, der Navi diese Wege anzeigt. Das frage ich mich immer. Oh, ach, Scheiße. Fuck. Ja klar, mitlaufen, Alter. Wie soll ich das denn schaffen? Das sieht geil aus, ne? Guck mal. Ah, guck, habt ihr gesehen? Fahrrad. Fahrrad war das. Halbmarathon. Erster Lauf des Tages. Erster Halbmarathon. Sehr gut, finde ich gerade. Oh ja. Geil, so ein Riegel hätte ich jetzt auch Bock. Alles gut bei euch? Ja, alles gut, ich habe kurz eine Banane gegessen. Alles gut, essen kurz Banane.
Sorry. Komm hin. Süß, die Pferde. Lauf ich einfach über eine Wiese. Boah, mein Himmel. Ich habe wirklich bis jetzt jeden begehbaren Boden durchquert. Wiese, Beton, Sand, Kiesel, keine Ahnung, Steine. Es kommt noch Wasser. Du musst Wasser überqueren. Zug, ja? Wenn Ada ganz krass wäre, dann wird der, das geht ja eh nicht, aber von Porto nach Boston statt fliegen mit dem Schiff fahren und auf dem Schiff immer Runden drehen, joggen, die ganze Zeit. Alter. So, wir kommen von hier, sind jetzt hier hoch, sind jetzt hier einmal über die Gleise und auf die andere Seite. Muss aufpassen, dass hier irgendwie nicht so Stromschlag oder so. Kommt ICE mit 300 km/h, Alter, musst du aufpassen. Aber was sind das aber für Wege, was das Navi anzeigt? Das ist doch krank. Stopp, weiter geht's. Egal, was für Wege noch kommen werden. Scheißegal, wir werden alles gut werden. Auch wenn ich am Ende noch mehr Kabel muss. Ich weiß nicht, wie man das macht und dann dabei noch so lange redet, redet. Joggen und reden, wie geht das denn? Ich hab dich gestern bei Dings, TikTok gesehen. Ja. Läuft das, ja? Ja, ja. Du kennst ihn gar nicht sonst. Nee. Geil. Gestern das erste Video gesehen, dann zwei, drei. Krass, alle kriegen davon mit, Alter. Der kannte dich gar nicht. Der hat dich gestern einmal kurz bei TikTok gesehen. Ja. Hat so, okay, USA, will er hin. Ja. Dann hat er angefangen, YouTube zu schauen. Am Ende, der landet noch lieber, noch nicht New York. Doch, Bruder. Der landet doch. Das ist so krass. Warte mal, ich guck mal kurz. Ey, Junge, der hat so viel Follower dazu bekommen, das ist echt Wahnsinn. Der ist jetzt schon bei 465.000, Alter, das ist krank. Das ist wirklich Wahnsinn, Alter. Schauen? Ja. Fand er geil. Cool. Und seit gestern kennt er dich und jetzt hat er dich direkt live gesehen. Cool. Hat er gefeiert. Wünsche euch viel Erfolg. Sehr. Wie soll ich mich denn mehr auf TikTok vermarkten, Bro? War das ein bisschen verhärtet. Ich muss sie später mal ein bisschen locker machen mit der Black Roll. Na, ja, weiter geht's. Krass waren das Abonnenten, ne? So, jetzt geht's hier wieder bergauf. Landstraße ist geschafft. Mal sehen, wie uns jetzt die Strecke hinführt. Ich glaube, jetzt werden wir langsam. Jetzt steigen wir so einen Berg hoch und dann wird es viel Waldweg sein, glaube ich. Guckt euch mal an, wie geil das aussieht. Man sieht an der Seite den dunklen Wald. Das erinnert mich richtig an hier in Düsseldorf Unterbacher See. Ein ganz schmaler Weg durch. Sieht auch so aus, was da hinten abgeht, nur Gott weiß. Was da hinten abgeht, weiß auch nur Gott. Und wir marschieren hier durch. Also hier kann man offiziell nicht joggen. Hier muss ich durchlaufen, geht nicht anders. Verrückter, sehr verrückter Weg. Langsam, langsam. Sonst knickt der noch um, ne? Alter, guckt euch die Wege an. Was ist das? Ganz verrückt. Junge, wo geht der da lang, also, Alter? Als ob das Navi so einen Weg anzeigt. Offiziell. Weil hier kann ich offiziell nicht joggen. Also ich muss langsam. Mal warten da Leute auf den. Ich würde das geiler als Seven vs. Wild. Kilometer in 3 Stunden 15 Minuten. Aber ich finde, der wirkt irgendwie also fertiger als in den ersten Videos, oder? Findet ihr nicht? Noch so viel platter irgendwie, habe ich das Gefühl. Ja, gewesen am Ende. Ich habe gesehen, merkt, wie richtig mein Blutzucker runterfällt. Ist sie kalt geworden? Nicht kalt, aber so ein bisschen schwarz vor Augen. So richtig abgesackt. Alter. Was sagt Strava? Wie weit ist es geworden? 32. Puls und so war super.
Das war gar nicht das Problem. Die Höhen. Ich bin auch voll Durchschnittspuls 125. Also daran lag es gar nicht. Haribo oder so hätte gefehlt. Jungs, soll ich schnell machen? Ja. Komm. Können wir nicht mal das Obst mehr waschen, wa? Wir haben kein Wasser mehr. Normales Wasser. Brauchen wir, was für Oschis das sind. Kurz auch mal nichts sagen. Oder was? Ist der einfach eine Kiwi mit Schale mit oder was? Alter, das ist doch krank, Alter. Einfach Kiwi Zucker. Mit Schale ist. Heute ein bisschen tose Stimmung, wa? Also ich habe mich gefreut, dass ich heute die Sonos wiedergefunden habe. Ja? Ja. Jetzt kann ich sie nicht anschauen, weil du schlecht Laune hast. Super. Super. Ja. Du musst aber dumm sein, ich habe keine Tickets verschenkt. Aber nicht so ein Müll hier rein, Alter. Sein. Hab gute Kopfhörer. Verstellen werde ich mich auf jeden Fall nicht. Nee. Später habe ich noch einige Kilometer vor mir. Si, señor. Ich bin hier die ganze Zeit am Erdnussbutter löffeln. Einfachster Weg, um Kalorien zu tanken. Einfach Erdnussbutter löffeln. Wetter ist auch ein bisschen umgeschlagen. Ja, das Wetter ist halt geistkrank. Vorhin war noch Sommer. Jetzt wieder Winter. Crazy. Und das Krasse ist, was auf dem Weg die ganze Zeit ist, weil mein Blutzucker so ein bisschen runtergesunken ist und ich so gesehen habe, okay, es sind noch 3 Kilometer. Dieser Gedanke, dass jemand kommt und dir hilft, ist einfach null da. Es ist nicht da. Ich muss so oder so die Kilometer laufen. Weißt du? Egal wie scheiße es mir geht. Man kommt eigentlich nicht aus diesem... Ja, es gibt keine andere Option einfach. Das Laufen kann dir keiner abnehmen. Nee, das... Ich meine auch allgemein so diese... Das Drumherum so. Weißt du? Ja. Es gibt dieses eine Ziel. Es gibt diese Kilometer, daran kannst du nichts rütteln. Du willst oder nicht? Die Kilometer müssen gelaufen werden. Hätte ich jetzt vor 3 Kilometern vorher abgebrochen, hätte ich heute trotzdem laufen müssen. Weißt du, die rennen ja nicht weg. Nur weil ich jetzt da stehen bleibe. Und dieses, das ist... Ich würde das mit Fahrrad machen. Das ist so oder egal was kommt, egal was für ein Wetter, egal was... Unsinn, weil ich nicht jedem antworten kann. Wenn ich mal einen Chat öffne und ich kann nicht antworten, dann ist das so. Mein Gott, Alter. Du schreist so eine Aufmerksamkeit. Chill doch einfach. Ich kann nicht jedem antworten. Ich gehe mal auf Chats drauf, antworte mal ein paar Leuten, aber ich kann nicht allen immer antworten. Anstiege, egal. Dann musst du nicht hier in meinen Stream kommen und irgendeine Kacke labern, dass ich hier Tickets verschenkt habe an dich. Was für Tickets, Digga? Ich hab dir nie irgendwelche Tickets verschenkt. Also erzähl doch nicht so eine Scheiße, bitte. Was für äußerliche Gegebenheiten, durchziehen. Andere Option gibt's nicht. Irgendwann auf einmal Schnee, Alter. Was geht denn da ab? Heute irgendwann Erdnussbutter, ging nicht anders. Einfach Erdnussbutter mit Ingwer oder was wieder? Das ist nicht so, ne? Gar nicht. Wir haben jetzt ein Haus gefunden, wo wir ein bisschen Strom kriegen und Wasser auffüllen können. Auch wenn es nur 200 Meter sind, jeder Meter wird gelaufen. Die Jungs fahren jetzt hinterher, dann haben wir ein bisschen wenigstens Wasser zum Waschen und so. Scheißweg? Kugelsberg, hier läuft ein Vulkan hoch. Das ist ein erloschener Vulkan. Echt? Mhm. Geht hoch, ja, einige? Ja, muss halt. Geht nicht anders. Zwischendrin geht es dann wieder runter. Also wenn ihr Richtung Schotten wollt, dann geht es dann wirklich auch Serpentinen runter. Ja, Berlin oben war noch flach eigentlich. Ne? Aber der führt uns halt so ganz komische Wege. Also wir laufen wirklich mitten in... Also ich weiß nicht, ich frage mich die ganze Zeit manchmal, wie Google Maps... Ey Dunjan, chill mal jetzt ein bisschen hier, Alter. Ich bin gerade am Reagieren, du machst gerade unnötig Palaver hier. Du bist 29 Monate Sub gewesen, Alter. Reicht doch jetzt. Mir die Wege anzeigt, weil Wald, ja. Ich glaube, da ist noch nie ein Mensch jemals durchgelaufen. Ja. Oder ein Fahrzeug oder so, weißt du. Habe ich gesehen, da bist du gelaufen, irgendwie wirklich über ja, also über Stöcker bis zur Straße. Also das ist so, ja, genau, also das frage ich mich, wie er diese Wege irgendwie analysiert, weil wenn da mal jemand durchgefahren ist oder allgemein dann. Ich denke, das sind so Jägerwege. Interessant, wirklich interessant. Hübsche Bäckerei haben wir es gerade geschenkt bekommen. Vielen, vielen lieben Dank an den Abi. Super. Was denn, Alter? Oh, geil, Alter. Was Erdnüsse? Erst die Milch oder dann die Cornflakes oder gar keine Milch? Gar keine Milch. Cornflakes, was ist das? Die neue Art von Chips. Was ist das? Super. Ich krieg immer Hunger auch irgendwie, wenn ich diese Videos sehe. Was hast du da jetzt gefunden? Ja, deutlich besser. Das ist diese ASMR, diese Geräusche. Ich erwarte. Nein, erst Kellogg's, dann Milch. Andersrum macht der Bacon Flavor.
Und jetzt die Frage, ist es vegan und schmeckt nach Bacon oder schmeckt es nach veganem Bacon? Ich weiß nicht, wie Bacon schmeckt. Deswegen kann ich Ihnen nicht sagen, ob es nach Bacon schmeckt. War besser als gedacht. Bananenchips mit Trüffelflavor. Mal gucken. Dann lauft man nach Serbien auf Chilis, ja? Schmeckt schon sehr trüffelig. Aber nicht so geil irgendwie. Finde ich die anderen besser. Hab ich den veganen Bacon auch besser. Mischen. Es geht in die zweite Runde. 19 Kilometer warten. Richtung Schotter. Schotten. Also auf einmal wieder Sonnenstrahlen im Hintergrund. Auf Schotter. Mal gucken, vielleicht läufst du über einen Vulkan. Heute merke ich, dass ich schon ein bisschen etwas müde bin, aber ob müde oder nicht, juckt eh nicht, weil die Kilometer müssen so oder so gemacht werden. Deswegen einfach Kopf aus, abspulen. 90 Kilometer jetzt noch bis zum Pension, wo wir heute Nacht übernachten werden. Weil heute halten wir in Schotten. Schotten, ne? Komme, was wolle. Und dann erwartet mich eine warme, schöne Dusche und ein schönes Bett und gutes Essen. Was wäre so Traumessen jetzt? Boah, ich sag dir ehrlich, Bruder. Also jetzt das, was bei uns zur Verfügung steht oder allgemein? Wenn du jetzt aussuchen könntest, da ist ein Chefkoch und der sagt so, ey Bruder, ich habe alles im Kühlschrank, ich mach dir was. Okay, dann würde ich sagen, Chefkoch, geh mal kurz weg. Dann würde ich kurz schnipsen, würde ich meine Mama herholen und dann sollte sie schön Dings machen. Das heißt aber türkisch, ja. Ich weiß nicht, ob die Leute das verstehen. Aber ich erkläre es mal. Das heißt Patlıcan Kebab. Das ist so Hackfleisch mit Aubergine und so. Schon relativ fettig aber. Dann so schön mit buttrigem Reis und dazu Knoblauchjoghurt so. Darauf hätte ich übertrieben Bock. Das wäre wild. Das gibt's erst nach New York. Deswegen gar nicht erst diese Fantasien ausspielen. Heute gibt's wieder. Aber heute haben wir auch lecker. Heute haben wir auch lecker, muss ich auch sagen. Heute haben wir Dings bekommen, schönes Brot. Machen wir zwar wieder Sandwiches, aber ein bisschen größere Sandwiches. Auch wieder mit Frischkäse und ein bisschen Lachs, Ei und so. Hauptsache, wir werden satt. Das haben wir auch. Dolma, Salma. Türkische Küche ist sowieso die beste Küche, Alter. Ich liebe türkische Küche. Richtung Schotten. Ich sag euch ehrlich, heute bin ich etwas müde. Der Powernap hat auch nicht so gut geklappt. Irgendwie war ich nach dem Mittagsschlaf müder als davor. Entweder war der zu kurz oder zu lang. Aber egal, bringt alles nichts. Die Kilometer müssen so oder so gemacht werden. Deswegen geben wir jetzt Gas, versuchen heil anzukommen. Und dann wird schön gegessen. Wieder Landweg. Weit und breit keine Menschenseele. Könnte gleich schütten. Aber man weiß nie. So, fängt wieder zu hageln. Gerade hört es auf, macht jetzt wieder an. Sonne, Hagel, Regen. Vorhin hat es geschneit. April macht was er will. Geisteskrank. Jeder hat diesen Moment, wo er eine Entscheidung zu treffen hat. Zum Beispiel vom Training, sich schon mal aufzuraffen, seine Taschen zu packen, Schuhe anzuziehen, oder zur Arbeit oder was auch immer. Und es gibt diese paar Minuten, wo du diese Entscheidung treffen musst. Ich muss diese Entscheidung auch jeden Tag treffen. Für mich heißt aber die Entscheidung, es gibt gar keine zwei Optionen. Für mich gibt es nur eine Option. Und das heißt es zu machen, weil die Kilometer abgearbeitet werden müssen. Das Ziel bleibt das gleiche. Egal was ist, egal wie ich mich fühle, egal was für Wetter es ist, egal was für Gegebenheiten es sind. Wenn ihr in so einer Situation seid, wo ihr diese Entscheidung treffen müsst, denkt an mich und denkt euch, was für eine Entscheidung würde Arda jetzt treffen. Würde er gammeln oder würde er es angehen? Und dann packt eure Tasche und geht los. Weil eine andere Option gibt es nicht. Es gibt nur Option A. Super Sinis, kommt durch Scherche. Der Streitbachteich. Was? Super. Der Streitbachteich. Sehr schwammig. Sehr schwammige Wege. Hier ist einfach so ein Loch, wo das Wasser runterfließt. Einfach Wasserfall. Geht die ganze Zeit bergab. Deutscher Wasserfall. Vorhin geht es die ganze Zeit bergauf und jetzt geht es alles wieder runter. Das ist schon wieder die Landstraße. Ja, Justin, aber der ist 30 Monate Sub Bach gewesen. Ich wollte das Wasser probieren, aber ich habe Angst. Du bist ja gar kein Sub, du hast 20 Monate. So ein Filter, das ist bestimmt. Deswegen. So, gleich bei Kilometer 13 haben wir noch 6 Frauen und dann sind wir in Schotten angekommen. Super! Woohoo! Was geht? Guck mal einfach die Kühe da. Wie geht's euch? Ja, wie süß, guck mal die Kleinen, ja. Alles gut? Komm mit. Das ist Spaß, denn das... Hä, hey, warum habt ihr so Angst? Aber ich mach doch gar nichts. Ich bin einer von euch. Voll süß, die Kühe. We did it. Schaffst du die Treppe noch? Easy. Jungs sind eben schnell einkaufen. Kannst dich erstmal ready machen. Sachen sind oben. Top, ja. Machst du mit Hochbetten hier? Wenn du willst, können wir auch, aber
Ah. Passt. Cool. Bis gleich. Wieder 19 Kilometer. Hi. Willkommen. Christian, hi. Hallo. Dann abends schön. Hi. Cool. Schön abends ist hier. Danke. Freue ich mich auf die warme Dusche. Ja. Willst du was trinken? Geht aufs Haus. Alkoholfreies Bier, das ist ein alkoholfreies Bier, da kommst du mit Bier an, Alter. Das ist das geil. Ah, oh, nee, ein Wasser nehme ich da gerne. Bitte. Danke. Bitte. Hast du Schnee gesehen? Nur am Anfang hat es kurz gehagelt. Ja. Aber ganz kurz. Warst du Schnee? Das ist mal alkoholfreies Bier. Etwa, nee, hab ich gar nicht. Weil wir sind dran vorbeigefahren mit den Autos und da in den Wäldern überall so hoch Schnee. Was lauerst du? Ja. Ich hab gar nichts gesehen. Ging aber viel bergab. Am Anfang ging es ein bisschen bergauf und dann viel bergab. Viele Kühe gesehen. Kühe? Mhm. Ja. Genau, 51,01 Kilometer gemacht heute. Boah. Soll erfüllt, ne? Aber sowas von. Ich muss mich gleich mal schön ausdehnen. Wie viel Kilometer hat ein Marathon im Durchschnitt? Warte mal. Marathon, Kilometer. Im Durchschnitt 42 Kilometer ein Marathon. So. Krass, der läuft einfach jeden Tag im Marathon. Du bist im Adlerhorst. Adlerhorst hier. Oh, siehst du das? Sehr schön. Oder? Hier hast du deine Ruhe. Dann freut man sich und richtig aufs Bett, zu chillen. Niemals, oder? Ja, das sind tragende Balken, ich denke schon. Doch, geht wirklich. Ja. Geht wirklich. Ah, sehr schön. Oh, das Bett sieht weltklasse aus. Haben wir eine Wäsche? Also können wir Wäsche waschen? Ja, ich habe schon eine reingeschmissen. Wahrscheinlich können wir einmal auch deine. Ei. Ja. Machen wir noch Eier unten? Ja, mal Eier. 10, 20, wie viel groß? Mach noch Klimmzüge, Liegestütze danach. Fünf. Malte? 2. Radet? Kein. Also 10. Ja, Mann. Können wir die hier anbraten? Oder ja, wir haben Küche. Alles eine komplette Küche. Geil, ja. Schönes Omelett. Cyborg-Sandwich. Ach, guck dich das an. Traum. Was ist das für ein Riesenzapf, Alter? Boah, wenn ihr es riechen könntet. Nochmal vielen, vielen lieben Dank an den Abi, der uns das vorbeigebracht hat. Ja, normal, ich mach nur Lachs rein. Also ich mach nur Frischkäse, Lachs, Ei, bisschen Käse vielleicht, wenn ich. Was macht da alles rein, Alter? Boah, ich kann sowas gar nicht, ne? Also rohen Lachs, da kannst du mich jagen mit, ne? Würde ich niemals essen, rohen Lachs. Muss, auch Fisch muss für mich gebraten oder gegrillt sein. Kommst du da nicht weit? Ja, aber egal. Ticker aus, wie cool es hier ist, ja? Hier wird nochmal richtig genutzt, dass man eine Küche hat, ne? Ja, Mann. Richtig gut. Was ist euer Lieblings-Eiweißquelle? Ich würde schon Eier sagen, sag ich ehrlich. Nicht? Weil ich da lag. Eier ist auch besser. Thunfisch? Thunfisch. Eier auf die Eins. Eier wirklich auf die 1. Am besten so Eier, Bratkartoffeln. Erhöht nochmal die Bioverfügbarkeit. Oh. Zwiebel. Oh, ja, Mann. Oh, schön gewürzt. Oder Eiers King. So, ich habe in den Kommentaren. Ja, man kriegt von Eier manchmal so Blähungen, ne? Mit kaltem Wasser abschrecken. Und wenn jetzt da am Ende immer noch Eiweiß dran klebt, dann nehme ich keine Tipps mehr von euch an. Schreckt ab. So. Super. Dankeschön. Was ist das für ein Sandwich, Alter? Aioli, habt ihr auch geholt? Ja, aber das muss ich raufmachen. Aioli muss rauf. Junge, was ist das für ein Sandwich, Mann? Das so haben? Alter. Super Sandwich, sag ich euch, wie es ist. Naja, ich würde es nicht essen. Wenn das jetzt nicht, wenn da jetzt noch Eiweiß kleben bleibt. Ich habe früher auch trainiert im Gym, ja. Ich hatte auch relativ guten Körper eigentlich gehabt. Jet, ihr seid die Besten. Boah, geht ja ab wie nix. Ab jetzt, wenn irgendwas ist, ich frag euch. Ihr werdet mir schon die richtige Antwort geben. Verrückt. Was ist das? Boah, Eier mit Lachs ist bestimmt krass gesund, ne? Aber ne, ist nicht meins, Digga, sag ich ehrlich. Das ist offiziell Raumschiff. Was ist das denn, Alter? Was ist das für ein Gerät? Guckt euch das mal an, was ist das für ein Gerät, Alter? Alter, niemals schafft er das, ey. Fühlt sich so an, als ob ich so einen Fisch gefangen habe, oder? So. Einfach ja, Fisch gefangen. Guck mal,
Wandern in den Kopf. Ey, geil rein editiert, Alter. Wer hat das denn so hinbekommen, ey? Kommt dann die Pinnwandern. Guten. Traumhaft. Nach salzigem Brot gibt's zweite Runde. Was? Da ist danach noch mehr, Alter. Ist der Süß. Typ krank? Es geht einfach nur noch um Kalorien, Alter. Also die von Katjes sind die geilsten offiziell. Fred Ferkel. Ich schwöre, ich bin so mischig. Aber ist haram. Mauern und Dings, ha? Und sieht auch mit Colli Dino Rex. Und beste Nüsse, die es gibt. Macadamia. Und zwar geröstet und gesalzen. Mag ich nicht so, aber Macadamia King. Cashew auch King. Pistazie auch King. Alles King. Die ganzen Sachen haben wir geschenkt bekommen von Zuschauern. Super Sniss. Ich weiß, dass es vegan ist, aber ich meine wegen Schwein da drauf. Das war auch lustig. Deine Hose. Gute Nacht. Gute Nacht. Das ist immer noch derselbe Tag. Okay. Ich weiß, dass der Moslem ist, Chad. Ich weiß doch. Gute Nacht. Tag 10. Heute also Frankfurt, ja? Da läuft's drauf hinaus. Hast du die Powerbank, die kleine? Halt mal kurz die Cam. So, heute laufen wir... Ich finde persönlich, er wirkt ein bisschen geschwächter als sonst. Also die Tage davor. Man sieht das ihm irgendwie an, der ist so voll platt. Nach Frankfurt rein. Ich hoffe, das ist alles gut für seinen Körper, ey. Morgen durch Frankfurt durchlaufen. Richtung 1, glaube ich, wird es dann sein. Ich kenne mich jetzt da nicht komplett aus, aber weil wir uns immer von Tag zu Tag ranhangeln. Aber so ungefähr wird es aussehen. Und ja, aber erstmal heute abfrühstücken, Tag 10. Danke. Kleine Powerbank. Wie war eigentlich die Nacht in dem großen Bett? Super, ja. Schlafen wie ein Baby, Digga. Das Problem ist, was ich halt abends immer habe, weil ich dann eigentlich nie richtig zur Ruhe komme über den Tag, beantworte ich abends dann die ganzen Nachrichten oder SMS, also nicht SMS, sondern DMs WhatsApp. Auf Insta. DMs oder WhatsApp und mache dann nochmal ein, zwei Telefonate, so Familie oder sowas. Und dann bin ich gestern ein bisschen spät schlafen gegangen, also 0.30 Uhr. Für meine Verhältnisse sehr spät. Ja. Aber trotzdem 7,5 Stunden Schlaf, also passt es eigentlich. 2 Scoops von Endurance. Wie viel Stunden Schlaf braucht ihr, Chat? Ich brauche irgendwie schon safe meine 7 Stunden. Minimum irgendwie. Minimum. Also wenn ich jetzt gleich um 4 Uhr einschlafen sollte, wenn ich fertig werden sollte mit allem, dann brauche ich mindestens bis 11 Uhr meinen Schlaf. Minimum. 10, Alter. Was für 10, ey. Tested for Eldin. Ey, Eldin, 47 Monate oder was? Fast hier die 4 Jahre alt. Weiß ich, bei dir bin ich schon 50 Monate oder so, ne? Bin ich schon ein bisschen im Voraus. Fast hier die 5 Jahre. Geht's. Würdest du dich als Athlet bezeichnen? Kein Athlet, Cyborg. So. Cyborg. Let's go. Feuchttücher? Sind da oben. Und Klebeband. Gerade. Ist hier noch Pulver? Hab ich noch Pulver im Gesicht? Nee. Okay. Sagen, dann bis später. Später. Oh, wie macht der das, Alter? Jeden Tag laufen, ne? Nicht mal so einen Tag Pause dazwischen. Da wird es aber auch doppelt so lang dauern, ne? Oder eigentlich wäre auch geil, einen Tag laufen, einen Tag Fahrrad, aber ja, der will ja wirklich das so durchziehen, alles in einem Lauf. Später. Peace. Das sieht voll schön aus in diesen Dörfern da, ne? So Leute, Tag 10, erster Lauf des Tages von Berlin nach New York City. Heute werden wir die Toren von Frankfurt erreichen. Ich finde, dieser Gedanke ist immer noch so lustig, wenn man sich denkt, der will nach New York auf einmal Einreisekontrolle sagen, die nein, du darfst nicht rein, ist umsonst gelaufen, Alter. Und dann erklärt er denen so, ja, ich bin gelaufen, extra nach New York. Und dann sagen die, juckt uns nicht. Die 50 Kilometer. Dann sind wir eigentlich über die Grenzen von Frankfurt und haben Frankfurt erreicht. Genau, jetzt erster Spot, um die 30 Kilometer. Dort treffe ich dann die Jungs, da machen wir eine kleine Pause. Und abends gibt es dann nochmal einen Halbmarathon. Ein Halbmarathon, die Stimme, Alter, voll weg. Übernachten werden.
in Frankfurt. Aber ja, hab noch einige Kilometer erstmal vor mir. Ich bin hier wieder auf der Landstraße. Relativ viel gefahren. Wetter ist ein bisschen frisch heute. Hat auch über die Nacht wieder geregnet. Sieht auch sehr bewölkt aus. Also könnte jederzeit wieder ein bisschen was runterkommen. Aber ja, wir machen weiter. So, ich bin jetzt hier an unserem Waldweg wieder. Aber ich weiß nicht, wie ich hier, was für einen Weg der mir anzeigt. Und ich soll anscheinend hier hoch. Hier ist nicht mal ein Weg. Egal. Ich laufe jetzt mal hier hoch. Ich weiß zwar nicht, was da hier oben sein soll. Ah, ich glaube, oftmals zeigt mir Google Maps so Wege an, die damals mal Wege waren, aber die jetzt einfach so zu sind. Weil anders kann ich mir das nicht erklären. Wir laufen jetzt hier offiziell. Ich würde mal gerne wissen, ob das da wirklich der schnellste Weg ist, was das Handy da anzeigt. Mitten im Wald rein. Unter Bäume. Egal, ich gehe jetzt mal hier hoch. Und dann gucke ich mal, was da das oben ist. So ein geht. Abenteuer, ne? Ich glaube, man fühlt das richtig mit. So. Das ist wie so ein echt Nathan Drake Uncharted Abenteuer. Ja. Einfach Forrest Gump. Ja, klar, ich hoffe, dass er es natürlich schaffen wird, anzukommen, ohne dass irgendwas passiert. Ohne Krankheit, ohne Verletzung. Wo es hier lang geht. So, jetzt gibt's hier wenigstens. Was ich mir vorstellen kann, wenn das jetzt zum Beispiel nach 2-3 Wochen ein bisschen zu viel wird, dass der dann vielleicht 1-2 Tage Pause macht, da wo er gerade ist, würde ich auch überhaupt nicht schlimm finden. So, solange er sich ausruht und an derselben Stelle bleibt und nicht irgendwo noch, keine Ahnung, 300 Kilometer abkürzt oder so als Beispiel, ist das völlig okay. Muss ich hier lang und dann weiter geradeaus. Ich bin mittlerweile auch bei Kilometer. Ja, der ist, glaube ich, schon 2 Monate insgesamt noch unterwegs. So 19 Kilometer bis zum ersten Zwischenort. Ich glaube, 3000 Kilometer. B.A. Camel und er hat jetzt, glaube ich, gerade 450 weg. Also er ist schon gut dabei an sich. Was macht, man malt sich ja vielleicht schon mal im Kopf sowas aus, wie das verlaufen könnte, was einen erwarten könnte, etc. Also man malt sich so, versucht das so ein bisschen zu visualisieren. Und meiner Visualisation vor der Reise war so, okay, ich werde die ganze Zeit Landstraße runterlaufen, also viel Straße, viel Autobahn, ab und zu natürlich auch mal Wald, etc. Aber Autobahn dass laufen. Die Wege wirklich so durch komplette, einfach quer durch eine Wiese ist, wie hier so durch den Acker einfach. Also damit habe ich bis jetzt niemals gedacht. Aber cool, bringt die Abwechslung. Es war nur scheiße, dass man halt immer ein bisschen langsam vorankommt oder ab und zu mal halt darüber gehen muss und nicht rennen kann, in Schlaglöchern und sowas. Aber egal, wir kommen voran. Man tun die Beine jetzt schon weh, wenn ich das sehe. Hier sind wir in so einem kleinen Dorf wieder angekommen. Ich finde die Dorfhäuser, die ähneln sich eigentlich immer voll. Voll schön, aber. Guck, wie schön das aussieht. Das ist einfach so, als ob du in einer anderen Welt bist irgendwie. Jetzt sind es immer so alte, idyllische Häuser. In dem Ausland ist Greifling keine Straßenhunde an. Was für Straßenhunde? In Frankreich oder was? In Spanien? Ich habe noch nie Straßenhunde gesehen. Das ist immer gleich relativ. Selbst geschraubt, selbst renoviert. Aber ich weiß ja nicht, welche Städte der da rumläuft und sowas. Wäre natürlich schade, wenn man dann so sieht, da sind Hunde und so. Boah, das wird mir ja mein Herz zerbrechen, ey. Ich gucke immer abends dann im Bett, wenn ich mal so auf TikTok bin, dann sehe ich, wenn ich da diese Videos sehe von den Hunden, ne? Unglaublich, Alter. Ich habe also wirklich, ich habe noch nie so Herzschmerz gehabt, wie bei diesen Videos, wo armen Hunden wehgetan wird einfach, wo die zurückgelassen werden, wie, da sind die so auf einer Autobahn, die machen einfach die Türe auf und schmeißen ihren Hund da raus und fahren weiter. Ich denke mir, Alter, was für ein ekelhafter Mensch bist du? Wie kann man menschlich so drauf sein? Wie kann man so emotionslos sein? Einfach sein Haustier, was einen über alles liebt, hier auf die Straße schmeißen. Also das ist, wenn ich sowas sehe, ne, boah, ihr wisst nicht, was in einem vorgeht. Ne? Wie kann man so einen, ich hoffe, dass diese Menschen wirklich absolut in die Hölle kommen für solche Aktionen. Das ist schon krass, Alter. Ist ja schon schlimm, wenn manche sagen, okay, aber wenn es aus irgendeinem Grund verständlich ist, okay, die geben es ein Tierheim ab, okay. Ist halt auch hart für das Tier, ne, aber ich finde immer, wenn man sich entscheidet, ein Tier zu holen, dann sollte man sich der Entscheidung auch bewusst sein. Ne? Es sei denn klar, kann immer irgendwas passieren. Jemand verstirbt, man kommt nicht klar alleine oder kriegt selber irgendeine Krankheit. Es ist was anderes. Aber wenn man sich ein Haustier zulegt, dann solltest du auch dafür die Zeit haben oder die Zeit nehmen. Ich nehme mir auch für meinen Hund die Zeit. Ich verzichte auch auf viel rausgehen, Freiheit sag ich schon, Freizeit draußen so. Ich bin meistens ja fast nur zu Hause, bin mit meinem Hund 4-5 Mal Gassi am Tag, mache meine Videos, meine Streams, am Wochenende ist der Hund bei meinen Eltern und dann kann ich mal raus, aber ich mache das, weil ich meinen Hund über alles liebe und wenn ihm irgendjemand was antun würde, ich würde ihm den Hals umdrehen. Sorry, aber ist einfach so.
Ich laufe die ganze Zeit im Kreis, bin immer im gleichen Dorf. Was geht? Alles klar? Nee. So, schon bei Kilometer 26,5, noch 3,5 Kilometer, fängt dann wieder an zu schütten, aber kein Problem, wir sind nicht aus. Junge, der redet so locker, als ob der gerade einfach 5 Meter gelaufen ist. Schotten nach Stammheim. Junge, das sind Orte, die habe ich noch nie in meinem Leben gehört, ne? Servus. Servus. Oh, ich. Geplackt. Ja. Erster Lauf des Tages, dann 30 Kilometer. Relativ entspannt gelaufen. Höhenmeter? War eigentlich relativ okay. Irgendwas vorgefallen? 300 hoch, 300 runter. Ist okay. Das war jetzt nicht. Dings, aber Wetter, Gänsehaut. Also dieser Wechsel immer von warm, kalt, Regen, Schnee, Hagel, schon verrückt. Aber ich habe übertrieben Dingslied gefeiert, Digga. Ich hatte gerade Nostalgie. Guck mal, dieses Lied habe ich, glaube ich, halbe Stunde lang gehört im Repeat. Ach, scheiße. Like und ich habe die ganze Zeit, so laut gesungen, so die ganze Zeit. Pika. Und Dings habe ich auch gehört. Lonely. I'm so lonely. Kam aber geil im Wald. Aber ich fühle mich gut. Aber meine Wade. Okay, aber ich könnte nicht so durch Wälder laufen und so, wenn ich weiß, ich bin jetzt hier alleine, niemand ist da. Ich hätte immer Angst, dass irgendjemand mich angreift aus dem Nichts oder so. Ein bisschen verhärtet. Aber ich mach gleich ein bisschen Dings ran. Das Video geht, glaube ich, noch 10 Minuten so. Annika? Nicht Annika, sondern ich hatte so eine Kühlcreme. Die kühlt so diese Stelle. Nur noch 20 Kilometer bis Frankfurt, Baby. 06069, ho! Was gibt's heute Abend zu essen, Adana? Oh. Adana? Irgendeine Fleischplatte wäre schon wild. Wäre schon wild. Boah, Bruder, aber ich sag dir ehrlich, auf das dicke Sandwich hätte ich auch wieder Bock. War schon wild. Bruder, du adet nicht mehr. Krass. Du hast keinen Bock mehr auf diese Brot und Sandwiches, wa? Bruder, seit 3 Tagen, er sagt, ich brauche was Warmes zu essen. Er wollte sogar in dem Dorf heute zum Dönerladen. Niemals. Nein, nicht Döner. Zum Pizzaladen. Zum Italiener. Zum Italiener auch. Weißt du nie, vielleicht kommen da irgendwelche Hater, die dann einen aufspüren und was weiß ich was. Du weißt doch nie, Alter. Richtig ehrlich, Gamer. Ich bin lieber Vorsicht als nachsichtig. Alles gut? Alles gut. Danke. Brauchen wir noch Whey? Hier haben wir ein bisschen Karotten, Kartoffel, Böhne, Apfel, Honig, wegen der Honigsucht. Datteln mit Erdnussbutter und Honig. Scheiße, heiliger. Schmecken Datteln geil, ey? Ich weiß gar nicht, weil ich letztes Mal Dattel gegessen habe. Schmeckt geistkrank. Datteln, Erdnussbutter, Honig. Nehmt ihr euch 3 oder 5 Datteln? Du heiliger. Was geht ab, Bruder? Bruder. Bora. Was ist ein Kombi? Peanut Butter. A Peanut Butter. Essen, Essen. Reiswaffeln essen, sind auch geil. Ach, Reiswaffeln habe ich gefeiert immer. Ich mag es zu essen, aber manchmal, weiß nicht, würde ich gerne so schnipsen und ich wäre schon satt. Oder die Kalorien wären schon drin, weißt du? Was jetzt machen? Aber was denn, einen Shake machen? Man macht das immer nicht einen Shake oder so. Shake habe ich auch schon getrunken. Datteln, Obst, Gemüse. Ich habe doch gesagt, aber ich auch noch gleich. Ich meine halt so einen Shake, so Banane rein, Milch rein, Eiweißpulver rein. So einen Shake. Haribos. Wenn ich Haribo sage, gucke ich Malta an, Malta auf. Ihr müsst euch vorstellen, im Leben gibt's Löwen und es gibt Hyänen. Aber wir sind Kängurus. Acht Euro. Dann Schweinefeuer, Alter. Generell, ne, ich war ja jetzt mal einkaufen, dann gucke ich da so Nüsse, Nussmix von Seitenbacher, oder wie das heißt. Einfach 10 Euro, Alter. Die Leute, die haben den Arsch offen. 10 Euro für Nüsse. So, das Goldnüsse, ist der letzte Lauf mit Schuh Nummer 1 auf der Reise. Dann haben wir Tag 10 heute geschafft und landen in Frankfurt. Und morgen werden dann neue Schuhe ausgepackt, mit denen neue Kilometer gemacht werden. Ich werde dann immer bei jedem Schuh, ich werde alle Schuhe aufheben und werde dann immer hier hinschreiben, so an die Seite, Tag 1 bis 10, wie viele Kilometer ich mit dem gelaufen bin. Und dann hebe ich die auf, so als Hä, hey, wieso laufen die auf das Profil dann ab, oder was? Ah, jetzt bin ich wach. Boah. Witzig. Ja, was soll ich dir sagen, Bruder? Tag 10, wir gehen in den zweiten Lauf. Heute machen wir Frankfurt voll.
Also, wir kommen in Frankfurt an. Ich sagen, ein paar Frankfurt, Hauptwache! Super, Richtung Landstraße, ne? Jo, bis später. Weiß ich, mal alle 10 Tage die Schuhe ändert. Wegen Profil vielleicht? Heute weiß ich auch nicht, warum er das macht. Wir werden wieder komplett durch Frankfurt durchlaufen. Ich bin echt gespannt. Ich war noch nie in Frankfurt. Also allgemein die Stadt zu sehen auch. Ich bin gespannt drauf. Mal sehen, heute Nacht erstmal beim zweiten Zwischenstopp halten. Ungefähr noch 20 Kilometer bis dorthin, Halbmarathon. Und dann gucken wir weiter, was auch heute erstmal zu essen gibt. Ich weiß nicht, ob es da in der Nähe direkt was Leckeres zu essen gibt oder es wieder die Nudeln mit Thunfisch werden. Bin hier wieder auf der Landstraße, aber relativ ruhig. Nicht so krass befahren. Sohle abgenutzt, okay. Wetter auch gut, außer hier kommt wieder eine Wolke. Könnte jederzeit sein, dass es wieder regnet. Also würde mich nicht wundern. So, ich bin hier gerade irgendwo nirgendwo und ich habe kein Internet. Mein Navi ist abgebrochen, ich weiß nicht, wo ich lang muss. Mann, Digga. Muss ich jetzt da lang, hier lang, da lang? Ich check's nicht. Ich bin einfach tot. Internet ist tot, stehe einfach seit 10 Minuten. Ich sage so, wie es ist. Ich laufe gerade irgendwo in eine Richtung. Ich weiß nicht wo lang, aber was soll ich hier machen? Dieses ohne Internet ist schwierig. Aber eigentlich, wenn du Internet hast und dann gibst du deine Route ein, dann ist die ja schon vorgedownloadet. Dann ist ja egal, ob du Internet hast oder nicht. Also so ist es bei mir zumindest. Was hat er denn da gemacht? Oder ich laufe gerade komplett falsch. Was soll ich sagen? Scheiße. Dann hast du das offline gehabt. Langsam merkt man, geh schlafen. Ich bin in Frankfurt. Aha. Adlan Eintracht. Bad Wilbel. Eine extra App, okay, ja, dann ist was anderes. Aber ich dachte, er meint Google. Oder der beschissenste Lauf, den ich jemals gemacht habe, glaube ich, in meinem Leben. Weil, komm rein. Komm rein. Bruder, ich war eine halbe Stunde irgendwo nirgendwo. Ich hatte kein Netz. Navi ist abgebrochen. Ich stand irgendwo an der Kreuzung. Ich wusste nicht wohin. Ich bin dann einfach in irgendeine Richtung gelaufen, um dann, dass dann irgendwann wieder Netz kommt. Was war natürlich? Falsche Richtung. Ja, nice. Gott sei Dank aber nur 1 Kilometer. Wenn ich musste ich wieder umdrehen, andere Richtung und dann ging Navi wieder, musste ich wieder warten. Bruder, lass mal. Ich habe für 23 Kilometer gefühlt 5 Stunden gebraucht. Ach, Digga. Essen kocht schon mal. Habt ihr schon die Sachen hochgebracht? Ja, alles oben. Alle 3 Taschen? Deine Taschen. Alle deine Taschen. Hier ist dein Zimmer. Super. Videos online, wa? Videos online. Ihr seid die Besten, ja. Ich hoffe, Episode 4 gefällt euch und ich hoffe auch Episode 5, die jetzt kommt, wird euch auch gefallen. Erstmal essen, komm mal an. Genau, erstmal schön duschen, ich dehne mich noch ein bisschen in meinem Zimmer und dann gibt's Happa Happa. Super. Also man merkt, dass es nicht mehr so pensionmäßig ist, sondern halt Frankfurt, was soll ich sagen. Zimmer League. 232. Könnt mich gerne besuchen kommen. Auf den Namen Saatchi. Ja, auf den Saft. Erstmal warm duschen nach dem. Ja Mann, jetzt gehe ich schön ein bisschen noch dehnen. Genau, dann warm duschen. Gut. Tor. Sogar goldene Bettlaken, ja? Ja. Kannst schön Energie tanken, morgen geht's durch Frankfurt. Was denkst du? Frankfurt, Baby! Ich bin gespannt, was die Frankfurter drauf haben. Nein, Spaß. Bruder, ich laufe einfach durch, wenn man ein paar von euch sieht oder nicht sieht. Je nachdem, ich bin offen und bereit für alles. Das Ding ist, ich war auch noch nie in Frankfurt. Ich kenne mich null aus. Also alles, was ich morgen sehen werde. Guck mal, wer die Skyline sieht und so. Deswegen bin ich mal gespannt, wie Frankfurt so ist. Soll es schöne Stadt sein eigentlich? Ist schön, klar. Schöne Stadt? War schon mal? Ja. Riesenpott. Ja, die Skyline in Frankfurt ist geil, ne? Aber, ja. Ihr wisst, was für Leute da unterwegs sind, Fett, ne? Fett mit Nudeln, Pesto, Thunfisch, Eiweiß. Junge, Alter, was ich dafür jetzt geben würde. Locker ein Kilo Essen gefüllt. Voll Hunger, wenn ich das sehe, ne? Schmeckt wie jeden Tag, aber gut. Ich finde dieser Mix von hellen Nudeln und dunklen Nudeln mies cool irgendwie. Mhm. Was? Würdest du auch mal, ich habe vorhin gesehen, wir haben noch ein grünes Pesto. Wollen wir mal Farbe wechseln? Haben wir ein Pesto? Der ist den ganzen Topf, ja, der ist. Ohne Käse und Grünblock. Weiß ich, wie er so viel essen kann, ne? Gut. Ich hab dir das doch nicht. Genau, die beiden besten Sachen rausgelassen einfach. Einfach ohne wenn Käse. Wenn sie gleich draufschreiben können, schmeckt auch nicht. Schwöre, hä? Gar keinen Sinn. Aber schmeckt gut eigentlich. Also. Ja, testen wir mal. Müssen wir extra dazu machen, ein bisschen Käse. Musst du doch viel essen. Käse. Immer wenn ich an Knoblauch denke, ja. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, das ist von meiner Kindheit geblieben. Immer wenn ich an Knoblauch denke, Vampir? Muss ich an Vampire denken. Ja. Damals Halloween, weißt du, so die Vampire mit Dings. Jetzt 21.30 Uhr. Ich esse den Pott auf und dann verziehe ich mich auch, glaube ich, direkt. Ja. Yeah. Langer Tag. Ja, Mann. Morgen straight durch Chef. 06069, ho! Ja, Bruder. Frankfurt! Geht denn da ab, Alter? Die ganzen Frankfurter da.
Noch ein Applaus an Stress. Heiliger. Super. Nochmal live Tinder. Immer zu Pump and Monkey. Mal ab morgen. Das ist der erste Schuh von der Strecke, der jetzt sein Ende genommen hat. Ab morgen werde ich neue Schuhe tragen. Die ersten 10 Tage sind geschafft. Hä, als ob der die nicht mehr benutzen kann, Alter. Dass das so schnell abläuft, das Profil. Das kann doch nicht sein. Das ist noch Markenschuhe. Ich bin im Blau. Schreib mal auf hier. Day. Dankeschön, Kevin. 1 bis 10. Könnt gerne das immer verfolgen hier auf der Cyborg Season 24. Am Ende Schuhe verlosen. Cyborgseason.com. Und dann seht ihr immer komplett unser Standort. Heute 53,45 Kilometer gemacht. Noch 2500 vor uns. Okay. Und wir haben 494 Kilometer und 160 Meter. Also 449, Kilometer. Schuh Nummer 1. Dann. Ich bin auch übertrieben müde. Morgen wird, glaube ich, auch ein anstrengender Tag. Vielen lieben Dank an alle Jungs die jetzt und Mädels, die jetzt schon gekommen sind, um mich zu besuchen, für die ganzen Geschenke. Wirklich, ist wirklich crazy. Morgen wird, glaube ich, nochmal gut was los sein. Und ja, ich würde sagen, hiermit beende ich auch das Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Und auch das Team im Hintergrund. Vielen lieben Dank für euren wahnsinnigen Support. Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder bei Teil 6, oder? Was? Das war Teil 5. Ja. Genau, Teil 6. Bis dann. Super Sins. Aus. Geiles Video wieder, Alter. Das ist wie eine Serie, ne? Macht echt Bock zu gucken, Alter. Mit einer der geilsten YouTube-Serien. Man sieht selber viel von Deutschland, was man so nicht gesehen hat. Generell ist schon cool, Alter, ehrlich.